No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Cause you've been a good friend. Thank you.
Also innen habe ich ich habe ja da viel mit dem Hohleisen gemacht. Diese Marken, sage ich jetzt mal, habe ich da drin gelassen, weil ich das einfach echt cool finde, wenn es da noch so drin ist. Der Boden, hier habe ich ja ganz viel entnehmen müssen. Ja, es ist nicht ordentlich geschliffen und du kriegst es auch nicht weg. Du musst sagen, das Holz, das lag jetzt 2 Jahre hier in diesem Keller. Fast noch, ja, im gröbsten Rohzustand. Und es ist echt mieses Holz. Also ich habe keine Ahnung, welches Holz es ist, aber echt mies. Hier diese Faserausbrüche hier. Da habe ich ja in dem Christbaum Kuxa-Video schon Schwierigkeiten gehabt mit so Faserausbrüchen. Das hatte ich jetzt auch und das kriegst du halt nicht mehr weg. Und das hier, das finde ich halt auch cool und das habe ich bei sehr, sehr vielen Schüsseln auch. Also ich habe jetzt nicht mega die Schüsselsammlung, aber bei vielen Schüsseln habe ich es halt auch einfach so gemacht, dass ich solche Marken halt einfach gelassen habe. Diese Rough-Optik sehr, sehr mag. Also ich mag es halt, wenn du da wirklich noch diese ganzen Sachen siehst und so. Aber ansonsten ist es glatt geschliffen. Ich mag es sehr. Ich werde es jetzt dann ölen. Ich weiß, wie das Holz geölt aussieht und es sieht eigentlich echt gut ausgeölt. Und dann werde ich noch ein Bild einblenden. Und ja, das war's dann. Final Schüsselprojekt. War jetzt kein Wie macht man's, aber passt schon. Ciao.